Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Cryer 4 mit Oster. Hallo Sefi, na? Ganz schön lange her, dass wir das letzte Mal gesehen haben. Ich geh mal vor, alten Knackern. Ja, geh mal vor. Oh, schieß mal eine Runde die paar Babys ab. Ey, okay. Die haben mich getroffen mit deiner Scheiße. Ey, ich hab grad erstaunliche 30 FPS tatsächlich konstant. Ist ja Wahnsinn. Ich hab immer 60. Eben waren es bloß 25. Also ohne Aufnahme ist hier alles locker im 60 FPS-Bereich, kein Problem, aber bei Aufnahme selbst ist es komischerweise mit 29 und 30. Nein, das ist klar, aber eben bisher ja immer bloß so auf knapp Anfang 20. Egal. Ja. Hier war irgendwo noch was zum Einsammeln. Ja, eine Waffe habe ich schon gefunden, du. Ja, die Muni habe ich gefunden. Ich hoffe nicht für die. Muni gibt's hier unten. Mehr nicht. Wir können gleich hochgehen, oder? Ja, hinten gibt's nichts mehr, ne? Nö. Nee, höchstens noch Gegner, wo wir Munition verschwenden würden, was ja auch nicht sein muss. Nach dir, Ustra! Ja, mit ja, dem ja, fetten ja. Gewehr. Ja. Der Ustra hat ein Ge. Oh, ich hänge schon wieder an der Stelle fest hier. Was soll denn das? Headshot. Geht einfach nicht weiter. Headshot? Hm. So ist das. Siehst du eine Russe? Nein, manchmal. Hier war irgendwo eine Remington. Remington. Ah. Aua. Arsch. Dope, da ist sie. Remington aufgesammelt. Also, was ist das? Ich weiß nicht, wo ich ihn getroffen habe. Es war auf jeden Fall tödlich. Das ist die Hauptsache. Ja, und ich habe dann mal danach geschossen, um schon mal mein Überschwall an Munition ein bisschen zu verschwinden. Was soll's? Man kann ja. Wir sind doch noch nie gestorben gegen den Kettensägenmann. Oh, guck mal, rechts von dir. Also von aber mir ich, aus. Ich, von dir aus rechts. Ich nehme mir mal eben ein bisschen Saft. Das will ich sehen. Gib ihm. Yum. Oh, das sieht gut aus. Oh, ich habe keinen Tee mehr. Voll durch die Uniform durch. Natürlich. Gute immer. Spritze. Immer. Ich mag nicht weitergehen. Ich weiß genau, der Kettensägenmann, der mag. Oh, da ist er ja schon. War gar nicht. Nee, das war gar nicht die Kettensäge. Das war irgend so ein kleiner Fisch. Ist der wieder am Rumraven oder was? Ja. Wie mach. Bleib du mal hier, ich lock ihn an. Ja. Mit ein, zwei Schuss und dann hau ich ab. Und. Ich sehe noch nichts auf die Liste. Das dazu. Alter. Mach ihn. Mach ihn! Ist er tot? Oh yeah! Alter, ich schieß zweimal und bin schon tot, ich komm jetzt nicht mehr um, wenn wir weglaufen. Strikes das again! Ja. Das Problem ist nur, ich glaube, deinen First Strike konnte man gar nicht sehen, weil deine erste Aufnahme war, die wir nicht mehr gezeigt werden. Ist egal. So, jetzt mal draufhauen hier, den scheiß Spacko. Jetzt hab ich aber ein leicht Leck an Ammunition. Ich hab nur noch zwei Kugoleros und das wird nix. Ja, und ich hab ein Leck an F-Plan. Ich bin jetzt schon wieder auf 20 zurück. Ja, aber. Ja. Wieso auch immer. Aber man braucht ja auch keine 70.000 FPS bei Cryo 4. Nein, natürlich nicht. Oh! Ja! M6. Tür zu. Au! Nein! Was? Scheiße! Hilfe! Ich kann dir nicht helfen! Hilfe! Ich bin tot, Mann! Ja, die Tür ist zugegangen! Ich bin aber runtergefallen, wurde von Handstandmenschen umgebracht. Von Handstandmenschen? Einen konnte ich. Ja, die machen Handstand und haben bloß ein Bein. Ich hab keine Muni, ich hab keine nix mehr hier. Wo bist du? Was, ja, ich hatte auch keine Muni mehr, deswegen bin ich gestorben. Was machst du gerade? Ich sehe nichts. Ich prügel so einen komischen Typen mit meinem dicken Ast. So, ich möchte gerettet werden, bitte. Ich weiß nicht, wo du. Ja, hier oben. Du kannst gleich wieder spawnen, ich warte hier auf dich. Also hinter der Tür jedenfalls bin ich runtergefallen. Da bin ich einfach in ein Bodenloch gesunken und. ich höre dich überall, aber. Ja, ich sehe dich auch. Wenn du da kurz stehen bleibst, ich könnte fast. Ja, hilf mir, das ist nur ein Trick. Ist das nur einer da unten oder was? Ich kann zumindest bloß einen sehen, ja. Ist der angeschlagen? Einen habe ich ja noch umgebracht. Ja, ich nehme an, das. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann auch zwei Schläge vertragen, also auf deine Risiko. Das sollte funktionieren. Ach, du hast geschlagen? Lebe! Ich weiß nicht. Hättest du schießen können, ne? Ich meine ja bloß. Ich habe keine Munition mehr, du. Ach so, hier eine Spritze für dich, weil du mich so nett gerettet hast. Ja, das ist. Mit dem Hampelmann hier. Ich hatte noch so gefühlte ein Zehntel Leben und keine Munition mehr. Sehr gut, wie kommen wir jetzt hier raus, ist die Frage. Hä? Es kommt nur auf die Dicke des Achtes als meiner. Ach ja, keine Munition für das Ding. Ach nee. Immer auf die 12. Na komm schon. Warum darf ich ihm eigentlich nicht die Axt abnehmen? Ich meine, wenn ich ein Cop wäre und ich hätte keine Waffen mehr und er redet mit einer Axt auf mich zu oder mit einer Kettensäge, dann würde ich sagen, meins. Ja.
Sehe ich eigentlich prinzipiell ganz genauso. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Warum gibt es hier wieder Monster? Wir müssten eigentlich wieder unten sein. Ich bin hier runtergefallen, aber dann erkläre ich mir nicht den Gegner. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ach so, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Sehr gut gemacht. Wir haben natürlich hier auch Gegner ausgelassen, weil wir gar nicht erst hier hingegangen sind. Stimmt, daran mag es liegen. Wir waren ja so schlau, es zu sparen und jetzt ist alles am Arsch. Ja, jetzt. Auf der anderen Seite. Lock ist smashed. Die ganzen Schlösser sind hier einfach kaputt gesmashed worden von irgendwelchen Brothers. Mann, ich immer an der gleichen Stelle werde ich hier. Von irgendwelchen Brothers und irgendwelchen Gangs in ihren Hoods und Hoodies. Nee, es war eine Anspielung auf Super Smash Brothers. Das hast du nicht verstanden. Nee, ich verstehe sowieso sehr. Ich bin da. Ich bin. Weißt, ich versuche mein Fehlen an Intelligenz einfach mit Kichern zu überspielen. Ich verstehe. Mister, ich brauche eine Keycard oder so. Der Door ist locked by a Keypad. Aha. Keypad. Kibbeli, Pabbeli. Keypadding. Hier gehe ich nie wieder rein. Hier ist einfach ein Loch im Boden. Ja. Wie soll ich jetzt scheißen gehen? Ich muss erst mal rüberspringen, du Runde. Wie, das ist Adventure Bathrooming. Ah. Abenteuerweg. Okay. Ja, also. Wenn Dr. Pernell hier irgendwo. Warte, hier ist ein Fenster, wo wir raus müssen, siehst du? Ja. Ich kann mich nämlich grob an die Story erinnern. Hier muss ein Fenster. Also geh vor. Du hast ja mehr Leben. Ja. Oh! Aua! Lass mich doch auch vorgehen. Natürlich werde ich noch erwischt von dem. Ich hab mal geschossen, ne? Nett, ich bin. Ich bin sehr ziemlich tot. Aber nicht so tot wie ich. Ich hab ein Leben weniger als du. Zwar exakt eins. unsere letzten zwei Kugeln. Aber ich hab sie dafür verschwendet, dich ein bisschen zu trollen. Genau. Das war's mir einfach wert. Ja, guck mal da draußen. Hast du ihn gesehen? Ja, ich hab den gesehen. Der sehr gut geschossen. Der war einmal. Hier ist irgendwie Shotgun-Munition, oder? Hast du eine Shotgun? Ja, Tatsache. Geh mal da rein. Langsam werde ich jedenfalls zum Shooter-Pro. Ja, ich weiß. Du spielst dich da auch sehr gut ein, aber du benutzt trotzdem keine, Kim und Korn, oder? Doch, öfter mal jetzt. Also jetzt gerade zum Beispiel nicht, das war vollkommen unnötig. Oh Mann, du spring da rein, du! Da ist wieder einer, Ich kann um die Ecke direkt links. Direkt, wenn du hier reingehst, links. Perfekt. Ein Schuss und... Ah, nee, ich wieder dreimal, den stimmt ja. Das ist ja so eine Verschwenderschleuder. Burstfire. Was ist jetzt kaputt? Da ist ein Tor aufgegangen. Ich hab mich davor erschrocken. Wo ist ein Tor? Das tut dir nichts. Der hinter dir. Haben wir nicht gerade erst... Hinter mir? Ja, hinter dir ist das Tor aufgegangen. Da war so ein Rolltor. Ach, hinter mir steht jemand, du Arsch. Nein. Ich bin mir erstmal um und da war gar nichts. Hier müsste irgendwo Munition rumliegen. Und vielleicht eine Spritze. Wollen wir uns hier einfach eine Runde an den Tisch hier setzen? Ohne Scheiß. Ja, wo? Hier? Ja, warte, hier ich drücke E fürs Hinsetzen. Moment. E hinsetzen. Okay, ja. Warte, E hinsetzen. Ja. Ich sitze. Du stehst am Tisch, aber... Du auch. Warte. Jetzt. Runter mit dir vom Tisch, weil ich will hier essen. Ja, du... Sorry. Ich könnte hier von dir aus wunderbar einen Schritt schießen. Warte, das mache ich auch. Gut, Ich werde nie... Ja. Jetzt stöhne ich schon wieder wegen dir. Du müsstest vor Schmerz stöhnen und nicht vor Lust. Ich meine, ich hab dir den Sack weggeschossen, Alter. Hier waren wir aber auch schon mal. Ja, kommt mir auch sehr bekannt vor gerade. Ich glaube, wir müssen aber raus, Nee, waren wir nicht. Ja, oder? Müssen wir durch das Gartentor gehen, oder was? Ich weiß nicht, kommen wir da durch? Please wait, everyone is ready. Ich hoffe, du wirst nicht wieder vom Server gefliegt. Wir hätten natürlich jetzt auch sinnvollerweise ein bisschen gucken können, ob da was, ein bisschen Loot-Zeugs zu finden ist Disconnect! Hilfe! Ja, ich komme gleich wieder rein. Musst du eben connecten. Alter, die Monster kommen gleich auch. Über mich. Ich bin tot. Warte, ich bin noch drin. Big Mac hat mich wieder verprügelt. Ach nein, ach du Scheiße, ich komm her. Ich komm pünktlich zum Restart der Map rein, ist ja auch super. Reicht ja. Das heißt, ich werde wieder rausgeschmissen. Wahrscheinlich. Nein, ich bin drin. Ich habe meine Waffen noch, jawohl. Da. Oh, hinter dir. Der Große ist scheiße. Was? Wieso bin ich tot? Warum bin ich tot? Ich kann mir das ja verraten, ich wurde von nichts getroffen, bin ich der Meinung. Ich lock den so ein Stück weg und dann mache ich meine... Du musst unter ihm durchkriechen. Mache ich meinen unter sehr beliebten Wiederbelebungsblowjob. Unter ihm durchkriechen. Sag sowas doch nicht. Mann. Ja, hast du jetzt davon. Das wird so nichts, du. Der ist zu schlecht für dich mit deinem Langbein. Da kommt noch so einer. Hava. Nagila Hava.
mach ihn schon tot, Mann. Ich will nicht liegen. Das ist so unspektakulär. Das war der Falsche. Du musst den Großen abknallen. Nee. Guck mal, wie langsam der ist. Unter ihm durch musst du. Tötet er sich dann selbst, oder was? Nein, dann kommst du vorbei, ohne dass er dich zertrampelt. Angeblich. Ich guck mal. Das wird nichts, das wird nichts. Liebe! Quatsch. Das sah ja super aus bei mir. Ja, das ist, weil du so ausdauernd bist. Du stehst da so rum, du machst da Blabla und der kommt langsam angelaufen, dann einmal drauf, damm, und du bist tot. Das war herrlich. Genau, lass uns einfach gehen. Einfach laufend gehen. Bam. Bam. Ey. Bam. Bam, bam, bam. Oh, das ist ja noch so eine. Ach, scheiße. Piu, piu. Lauf. Ich hab's geschafft. Aua, er hat mich getroffen. Was? Ich liege. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab keine Kontrolle. Jetzt bin ich... Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe alle Tasten gedrückt, die es gibt. Links, rechts, geradeaus. Links, rechts, geradeaus. Erinnert mich irgendwie an Monkey Island. Ja, richtig. Daran war es auch angelehnt. Ach, scheiße, Mann. Man muss dazu sagen, Sefi und ich haben noch gar nicht so viel miteinander gesprochen. Wir haben das einfach irgendwie abgeklärt, dass wir zusammen was machen. Fertig. Und jetzt, wir erkennen immer mehr so, wir kennen die ganze Scheiße, die wir so erzählen, kennen wir beide auch. Das ist sehr lustig. Können wir jetzt einfach noch... Ach, oh, hinter dir. Oh, ja. Ja, sagst du was nicht, Mann. Können wir jetzt einfach gehen? Ja, nee, ich konnte eben gerade aus... Ach, Kickslots. Also, ich schieße ihn mit der Schrotflinte in den Rücken und er macht so, ja, mach mal. Möchtest du lang? Lauf! Ja, diesmal bin ich nicht hängen geblieben, wie schön. Steier! Irgendwie erinnert mich ein bisschen an, Dings da, wie hieß er noch gleich? An zappelnde Typen mit Hammer. Vom Aussehen. Ja, das stimmt. Nee, Freddy Krueger mit Hammer, so ein bisschen. Ach, du bist schon... Pulli von denen. Ach, Kacke. Du bist schon weg. Ich bin schon sonst wo. Hier durch die Tür. Weiß ich nicht. Hier ist keine Tür. Nein, hier ist... Nein! Wir sind ganz falsch hier. Ah, na super. Warte, hier ist die Tür. Ich hab die Tür gefunden. Ich komme. Antel, Revi, wann ist ready? Du kommst. Ich bin ready. Yes. Oh. Yes. Super Erfolg. Warum wir für jeden Scheiß 5 Versuche brauchen. Ich hab keine Munition mehr, außerdem. Oh nee, ja, ey. Wir haben noch eine andere Waffe im Inventar. Das ist alles nicht so schlimm. Hier, ich hab eine Waffe, also eine Glock und eine Remington. Und natürlich meinen Schlagstock habe ich wieder dabei. Ich hab jetzt auch die. Ich hab jetzt hier meine Glock, habe ich jetzt erstmal ausgerüstet. Die ist doch ganz schnucklig, komm. Ja, schnucklig, aber schnucklig ist eben. Help! Hast du bitte auf, irgendwas zu sagen? Nein. Die schon wieder! Die haben mich schon mal getötet, die mag ich nicht. Nein, du musst, das Ding ist natürlich, du bist irritiert, ist klar, weil die auf dem Kopf stehen quasi. Ihr Kopf ist nicht ihre Schwachstelle, deswegen ist er auch unten. Ihre Schwachstelle ist der Schritt, der weiter oben hängt. Das macht Sinn. Klingt das logisch? Wie bei mir. Ne? Geh mal vor. Aber nein. Ja, aber warte, erst muss ich sagen, es macht keinen Sinn. Ich hab grad einen Disconnect. Sephiroth, nein! Ich dachte, du wärst auch im TS raus gewesen. Oh. Nein, nur ein Disconnect. Wie er das, drin. Das Lustige ist, und im Dunkeln brannte noch sein Licht, weil seine Taschenlampe leuchtet hier immer noch gegen die Wand. Jetzt Aber jetzt muss ich dir trotzdem mal kurz sagen. Ja. Warte. Es macht keinen Sinn. Sinn machen ist falsch. Das ist total grammatikalischer Mist. Es ergibt Sinn oder hat Sinn. Make sense is false friends von English. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht bringen sowas. Tut mir leid. Das ist mein Comic. Bist du schon tot? Nein, ich noch nicht. Warte, ich komme auf deinen Schultern. Okay. Man muss ja auch dem Bildungsauftrag als Let's Player bis nachkommen, ne? Echt? So neben. Weiß ich nicht. Bildung. Ich wollte immer nicht wissen mit Kichern unterdrücken. Ich verstehe schon. Hört nicht auf den. Der weiß das zwar, dass ich keine Ahnung habe, aber das müssen wir euch ja nicht erzählen. Ach, die Türkacke hier. Aua. Bist du hinter mir? Ja, ich bin. Aua, ich fall zu tief. Nein! Erinnert mich so ein bisschen an so eine alte Murmelbahn, ne? Cry of Fear. Oh, wie viel sind denn das? Ich hab keine Munition mehr. Mein Nightstick. Hallo, wechsel die Waffe. Geht doch. Aua. Auf mich zu hauen, ihr Pisser. Vielleicht. Ach, hinter dir ist auch noch einer. Was? Ah. Meine Armen leben. Die tun weh. Da hat noch einer. Ich halte sie aus. Komm, mein Freund, komm. Immer auf das Gesicht.
Das magst du doch. Du machst das schon mit deinen 80 Leben hier. So wie der aussieht, hat der öfter schon mal was zu sich gekriegt. Sekunde. Ja. So. Kam zu spät, aber es kam noch. Ja, Hauptsache es kommt. Das sehe ich auch so. So, was? Kein Kommentar. So, ich mach mal nur deine Lampe, das ist irgendwie sicherer. Nein, irgendwie. Nee, warte. So. So ist gut. Ach, die Türen, die zuschlagen, ja genau. Wer fängt denn hier jetzt Krieg? Ich kenne mich ja volle Kanne aus hier in dem Spiel. Nein, ich bin runtergefallen. War aber ganz gut so. Au. Ustra! Au! Warum hast du das hier? Alter! Ustra! Ich brauche Hilfe! Oh. Ich lieg schon wieder. Oh nein! Ich wollte dich wieder aber die Tür in die Fresse gekriegt. Jawohl! Ich ja, weiß zwar nicht, das ging mir auch so. Ich weiß ja, dass nicht manche Leute so die Zähne ziehen mit der Tür, aber ich wusste nicht, dass man wirklich so davon auf die Schnauze kriegen kann. Scheiße. Oh Mann, ich hab eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir haben wieder Munition. Die schlechte ist, wir haben irgendwie keine Schrotflinte mehr. Ja, ich sowieso schon nicht gehabt eben gerade beim Disconnect. Ach, der schon wieder. Ah ja, auf den Schritt zielen. Na. Die andere Frage, du brauchst trotzdem 3 Schuss, toll. Die andere Frage ist, wenn das der Schritt die Schwachstelle ist, warum präsentiert er mir die so? Er versucht ja zu sagen, der Kopf ist das Richtige. Deswegen steht der Kopf ja falsch rum. Normalerweise schießt er auf den Kopf bei sowas. Das ist ihm schon klar. Und keine Ahnung, frag mich nicht, er ist ein Psycho. Er weiß schon, was er macht. Oder auch nicht. Ja. Stick! Vertrau mir. Ich bin verrückter als die anderen. Auf keinen Fall. Vertrau mir. Ja. Du musst nur die Augen schließen. Lass dich einfach fallen. Blub, 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 tschüss. Ja. Ach, fuck. Ach, fuck, jetzt muss ich wieder vorgehen. Ja, genau so. Entschuldigung. Hinter dir. Ah, den mache ich schon. Aua. Oder er macht mich. Gib ihm. Mach ich Schaden bei dem Typen? Weiß ich nicht. Hallo. Der lebt einfach über. Oh, geht tot. Ja. Ach, du hast schon 3 umgenietet. Hey, ja. Glückwunsch. Irgendwann stirbt alles. Ja, ich habe einen geschafft in der Zeit. Also, sie brauchen 3 Schläge mit dem Holzstock. Professionell. Ja, ich weiß. Sie haben dann 10 gebraucht ungefähr. Ich bin ein professioneller Prügler, muss ich echt sagen. Professioneller Prügler, ich verstehe. Ja. Also, wenn ich eins kann, ist mit einem dicken Stock zuhauen, wisst ihr? Mal eine kurze Frage zur Zeit. Wie sieht's aus? Der Tag hat 24 Stunden und 17 Minuten haben wir aufgenommen. Also. Wir können jetzt kurz einen Cut machen, damit wir nicht vergessen. Ja, genau. Und dann. Und dann gleich weiter. Ja, okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis denn.